Und damit kommt der dritte im Bunde auf die Bühne, der Herr Meierhofer von, jetzt muss ich schneller blättern, damit ich von Fabersoft in Oberösterreich, ein großer Anbieter für Unternehmenssoftware, Lösungen in der Cloud. Wo geht denn die Reise hin? Auf was müssen wir uns einstellen? Was kommt denn so die nächsten Jahre, dass Dinge, die auch uns hier betreffen können? Ja, also ich kann nur alles unterstreichen, was heute bereits erwähnt wurde. Wir sind von diesen Themen, die Frau Egger geschildert hat, natürlich auch unmittelbar betroffen. Ich glaube, ab einer gewissen Unternehmensgröße spielt das Thema Methodik eine immer größere Rolle. Also mit welcher Methodik setzt man bestimmte Geschäftsprozesse um? Eine Erfahrung, die wir gemacht haben, was für uns sehr positiv war, ist eine agile Methodik namens Scrum, S-C-R-U-M. Also ich kann wirklich vielen empfehlen, sich mit dieser Methodik auch auseinanderzusetzen, weil sie uns in der Zusammenarbeit mit Geschäftspartnern, aber auch in der internen Umsetzung von Prozessen sehr viel gebracht hat. Und eine gute Methodik in Verbindung mit einem Tool, insbesondere einem Cloud-Service, ist sicherlich sehr produktiv steigernd aus unserer Sicht. Jetzt müssen wir es noch ein bisschen runterbrechen. Wie können wir Scrum zum Beispiel einsetzen? Ja, können Sie uns ein Alltagsbeispiel bringen? Ja, wir nutzen Scrum natürlich in der Software-Produktentwicklung, aber wir nutzen Scrum mittlerweile auch in der Zusammenarbeit mit Marketingagenturen und mit PR-Agenturen. Scrum hat bestimmte Artefakte. Ein Artefakt ist das sogenannte Backlog. Ein Backlog sind Arbeitsergebnisse, die ich priorisieren kann. Das ist eigentlich eine Queue von Arbeitsergebnissen, die ich als Product Owner, also als Verantwortlicher priorisieren kann. Und dieser Backlog wird dann in sogenannten Sprints abgearbeitet. Ein Sprint ist eine Zeiteinheit von 2 Wochen oder 4 Wochen und man nimmt sich dann als Team einen bestimmten priorisierten Teil aus diesem Backlog vor, den man dann gemeinsam abarbeitet. Und gemeinsam abarbeiten heißt in unserem Fall dann eben ein Cloud-Service zu nutzen, ein Tool zu nutzen, mit dem man wirklich unternehmens- und länderübergreifend so ein Backlog dann abarbeiten kann. Weil bisher war es eben so, dass man dann halt in vielen Fällen E-Mail leider auch verwendet hat, um sich zu koordinieren, insbesondere unternehmensübergreifend. Und ein entsprechendes Tool in der Cloud in Verbindung mit der richtigen Methodik hilft da. Das heißt, man hat die Kommunikation gleich drinnen und muss nicht sozusagen in andere Programme heraus auch. Und vor allem hat man immer aktuelle, konsistente Informationen. Das heißt, wenn der eine, wir arbeiten mit einer Werbeagentur in London, wenn die Kollegen in London reinsehen, haben sie einen aktuellen Status, ohne sich lange erkundigen zu müssen, wie denn der Status zu einem bestimmten Arbeitsergebnis aussieht. Wenn die Kollegen in Österreich das machen, genauso. Und man erspart sich dann schon eine Menge E-Mails, um einen richtigen Status dann auch unternehmensübergreifend darzustellen. Wann glauben Sie denn, wird aus technologischer Sicht sozusagen die E-Mail-Flut abreißen, weil man wesentlich intelligentere Tools zur Zusammenarbeit und Kommunikation gefunden hat? Rein vom Fortschritt her, der kommt. Wir arbeiten sehr heftig daran. Leider ist E-Mail eine Commodity. Das heißt, man hat sich über Jahrzehnte daran gewöhnt, Geschäftsprozesse, insbesondere firmenübergreifend, mit E-Mail abzuwickeln. Und es ist ein gewisser Aufwand erforderlich, dafür ein Umdenken zu sorgen. Die Cloud ist zwar sehr, sehr positiv und sehr innovativ für diese Lösungen, manchmal gibt es da aber Misstrauen, es gibt Sicherheitsbedenken und da muss man natürlich auch entsprechende Antworten haben. Das heißt, es muss klar sein, wo die Daten physisch gespeichert werden. Die Daten sollten in Europa bleiben, in Österreich bleiben und sich nicht über den Globus verteilen. Sie sollten sich nicht über zu viele Tools verteilen, sondern man muss die Daten selbst auch als Kunde noch unter Kontrolle haben. Und diese Sicherheitsaspekte müssen da entsprechend mit berücksichtigt werden. Sicherheit ist auch hier ein wesentliches Thema. Und man vergisst vor lauter Euphorie diese Sachen wirklich auch rechtzeitig zu diskutieren. Ja. Und daher plädieren wir auch für Cloud-Services europäischer Prägung, weil Europa hat gewisse Werte, die über Jahrhunderte gewachsen sind. Und daher glauben wir auch, dass man dieses Wertesystem auch in solchen Tools dann wieder umsetzen sollte.
Vielen Dank. Ich glaube, das war also auch sehr spannend, diesen großen Horizont noch einmal zu sehen. Wir haben im Hintergrund auch ein paar Slides gesehen.